Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, jetzt geht es um das Freitag der 13. Mediabook Jason Goes to Hell, The Final Friday. Und ich muss wieder sagen, wie schon beim ersten Teil jetzt von den neuen Mediabooks, ist die Optik wirklich richtig cool. Also von der Qualität her. So, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. Also hier vorne haben wir wieder so einen Pappschuber. Diesmal steht da keine FSK und so drauf. Ich glaube, das Ding ist nämlich nur Österreich erschienen. Auf der Rückseite sehen wir dann das hier, die Specials und so weiter. Hier natürlich dieser ganz große Manko. Da steht unten nämlich Spieldauer 87 Minuten die Langfassung. Das ist natürlich nur auf DVD. Die normale Fassung auf Blu-ray ist bis 88 Minuten. Wir haben hier als Bonusfilm Jason X. Und bei dem Jason X Media Book haben wir als Bonusfilm Jason Goes to Hell. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Schweinerei, dass man das so gemacht hat. Na gut, wer jetzt nur ein Mediabook haben möchte, der kann sich halt nur entweder Jason Goes to Hell kaufen oder Jason X. Die haben halt dann beide Filme in einem, aber da hätte man wirklich eine neue Blu-ray drucken können mit der Langfassung und was weiß ich. Also das ist schon mal eine Schweinerei. Da kann man eigentlich gar nicht so sagen, das ist eigentlich ein Mega-Fehl. Und dann so teuer die Mediabooks, aber naja, gut. Okay, kommen wir jetzt wieder zum Mediabook. Das ist die Vorderseite, wirklich ein richtig scharfer Druck. Auch wieder die Qualität 1A. Auf der Rückseite sieht das Ganze denn so aus. Das gefällt mir auch richtig gut. Auch die Druckqualität wirklich richtig, richtig genial. Man kann alles sehen, richtig schön. Und wenn wir das Ganze aufklappen, geht das auch wieder in dem Bild über. So, jetzt kommen wir zum Innenleben. Dann haben wir hier die DVD mit der Langfassung, die auf die so ein bisschen ins Design eingepasst wurde. Das sieht auch eigentlich schon mal cool aus. Na komm, das ist ein bisschen sehr schwängig, die Trays, muss ich sagen. So, und dann hier hinten, wirklich ohne Scheiß, das hat man ja schon beim Code alias Godzilla von 1990 gesehen. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Einmal die Double Feature Blu-ray von Jason Goes to Hell und Jason X. Ja, wenn man das selber in den Händen hält, kann man es kaum glauben. Also wie gesagt, für die Leute, die jetzt die Verpackung nicht so wichtig ist, also diese Trays, ich muss schon sagen, das war schon beim ersten richtig schlimm. Also die Trays hätten sie ein bisschen anders machen können, aber egal. Gut, wer jetzt, wie gesagt, nicht so auf die Verpackung steht, der kann sich auch nur ein Mediabook von beiden kaufen. Dann hat er wirklich beide Filme. Ja, was soll man sagen? Das ist wirklich, also einfallsreich Warner Brothers auf jeden Fall. So, Booklet wieder ein bisschen mager gehalten, aber trotzdem auch scharf gedruckt. Man kann alles lesen, die Bilder sind schön. Wieder vierseitiges Booklet, enorm geil. Ja, gut, wie gesagt, also vom Booklet her, und das hier ist mega fehl, das darf eigentlich überhaupt nicht sein. Aber wieder mal von der Qualität von außen und dem Druck ist wirklich nichts zu beanstanden. Ja, in diesem Sinne, bis gleich zum nächsten Video. Ja, ciao.